Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap Version 3.1 ohne Gräben. Wir haben hier gerade ein Feld mit Raps abgeerntet. Ich bin ja... Boah, dreckig ist der Trainer. Bin ja überhaupt nicht begeistert davon, was ich hier so als Ertrag bekommen habe. Aber jetzt ja nichts. Hier hat man gerade zwei Trailer voll umgerechnet an Raps bekommen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und ich bräuchte eigentlich viel mehr Raps. Deshalb werden wir jetzt gleich bei der nächsten Saatrunde, wenn wir mächtig Raps und Weizen sehen. Weil Weizen brauchen wir auch unbedingt für die Bierproduktion. Wir brauchen aber auch Weizen für die Mühle. Und da muss es nicht unbedingt Weizen sein. Der Tete ist auch was anderes, aber mit Weizen sind wir da ganz gut beraten. Was wir allerdings gleich als erstes machen, ist Kartoffelernte. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, ich stelle den hier schon mal parat für die Kartoffelernte. Und dann holen wir unsere Mähdrescher vom Feld. Ich fahre die noch nicht weg, da habe ich jetzt keine Lust zu. Das ist mir jetzt hier, ist mir nix. Aber... So, den stelle ich hier erstmal hin. Den hier... Lass ich mal den Fahrer. Fahre ich auch mal darüber. Weil dann kann hier nämlich schon ausgesät werden. Dann verlieren wir nicht ganz so viel Zeit. Sonst hängen wir da allem hinterher. Da habe ich keinen Bock drauf, weißt du? Das, so. Er ist voll. So. Er tankt sich nicht selber auf, er fährt auch ganz komisch. Aber vielleicht bringt er ja zumindest die Milch weg. Was mir ja schon helfen würde. So. Komm, Drescher 1. Auf geht's. Wo stehen wir denn? Mich eben orientieren. Ist da. Ich will ja nicht über fremde Felder fahren. Das macht man nicht. Oh, heute nur mal ein kurzer Einsatz von den Mähdreschern. Ja, heute nicht. Ich bin ja jetzt doch schon fast eine Woche mit den Mähdreschern am Gange, aber waren nur zwei Felder. Hält sich also in Grenzen, sag ich jetzt mal. Sachen nur vom Feld runterkriegen, weil dann kann hier nämlich schon das nächste gesät werden. War schon an. Idiot. Komm. Geht's. Wegbringen, wie gesagt. Ich stelle sie erstmal nur auf den Hof. Wegbringen.
dringend sauber machen, habe ich jetzt keine Lust zu. Nein, anderes Mal. Kann ich euch ein anderes Mal mit langweilen? Das muss nicht heute sein. Halt! Hingelegt, angekoppelt. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn man das hochfährt, keine Ahnung. Dann vielleicht so eine Art Transportsicherung dabei ist oder so. Mercedes-Benz durchdrehende Reifen. Und ist immer noch voll Milch. Das ist ja scheiße. Ting. Auf geht's erstmal Richtung Hof. Irgendwo, wo wir nicht im Weg stehen. Auch Kartoffeln ins Hofsilo packen? Ja, aber. Müsste doch eigentlich, oder? Dann folgt mir. Ja, so, da lassen wir sie erstmal stehen. Komm. Muss ja jetzt mal Milch-LKW. Wie fährt der denn? Vielleicht geht's ja so rum, wenn ich ihn nicht auf Flüssigkeitstransport stelle. Vielleicht rafft er das gar nicht, dass es eine Flüssigkeit ist. Vielleicht muss ich ihm sagen, auf, das ist ein ganz normaler Transport. Du bist dann am Farmsilo sozusagen beladen mit Milch. Ich weiß es nicht. Jetzt mal beobachten. So, er meint, er ist voll. Ist er ja auch. Und wenn das jetzt wirklich geht, das wäre toll. Wenn ich mich um die Milch nicht mehr kümmern brauche. Jetzt habe ich da hinten einen Haltepunkt eingestellt. Ich hoffe, oder einen Wartepunkt. Ich hoffe, dass er den ignoriert. Also, dass er dann zwar ablädt, aber ignoriert. Weil eigentlich brauche ich hier... Bei dieser Transportmöglichkeit brauche ich ja keine Haltepunkte zum Abladen. Keine Wartepunkte. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Boah. Okay. Hallo.
Ja, drosseln wir das mal. Dauert dann zwar, aber wir wollen ja, dass wir daher langkommen, ne? Bringt's das ja. So, jetzt musst du nur noch abladen. Der ist voll. Der ist voll. Na dann. Kann er den ja auch nicht leer machen. Dann muss ich mir das, nochmal angucken. Ja, was ein Wunder. Ich kann das ja. So, was wir jetzt aber brauchen, wir brauchen jetzt unseren Rübenernter. Wir brauchen dafür aber ein anderes Häckselwerk. Da ist er. Terrados. Vorne haben wir nämlich für Zuckerrüben. Jetzt brauchen wir noch ein Schneidwerk für... Und so einklappen. Vorhin erst in dem Video gesehen. Brauchen wir noch was für Kartoffeln? Und dann müssen wir auch gleich mal losgehen. Müssen die Molkerei wieder produktionsfähig schalten. Kann auch nicht grüßen. Was für ein Honk. Ach, da steht ja auch noch ein Grubber, den ich mir letztens gekauft habe, weil ich meinte, ich müsste unbedingt einen haben. So. Kartoffelernte? Nö. Wollen wir nicht. Nichts Schönes bei. Rübenernte? Da gibt es auch den HR12, ne? Aber der kann keine Kartoffeln. Wie viel kann der eigentlich? Der hat 30.000. 40.000. Aber es gibt noch ein Holmer-Pack, was ich habe. Ich habe hier oben. Aha. Das ist noch. T34 drin. Und der kann beides. Hier gibt es leider nur die HR9, nicht die HR12. Also kaufen wir uns einen HR9. Ja, okay. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ob das denn Laune macht oder ob das scheiße ist.
Holzplatten. Und dann wollen wir erstmal zu Feld 20 fahren. Und wollen mal gucken, wie wir den denn, wie wir das Feld denn ein bisschen halbwegs automatisiert abernten können. Weil das ist ja mit diesen Räumern so ein bisschen so eine Sache. Sollen wir gleich mal gucken. Die sind ja nicht so LV- und Cosplay-freundlich. So ein bisschen ätzend. Mal gucken. Ausklappen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir hier das irgendwie mit der Allradlenkung in den Griff kriegen. Was ist Wendefahrt? Was ist der Unterschied zwischen Wendefahrt und Allradlenkung? Ja, 3,80 Meter, macht wohl sein. Feld am Kurs von Feld 20. Position. Vorgewende ja. 6 Stück. Rechnen. Was haben wir noch? Warnversatz ist eben. Während dem Abladen anhalten, sagen wir mal. Dann gucken wir mal, beobachten wir mal, wie das läuft mit dem. Ach, Kartoffeln habe ich bisher noch gar nicht. Zuckerrüben, ja. Gut läuft, dann könnten wir uns auch gerade noch einen zweiten Ernter kaufen, weil wenn wir noch ein großes Kartoffelfeld und noch drei Zuckerrübenfelder. Ja, cool. Überhaupt nicht mit dieser Allradlenkung vorbei. Zurecht. Aber überhaupt nicht. Was sehr schade ist. Was die Sache nicht gerade einfacher macht. Da muss man sich echt mal überlegen, ob man nicht noch einen anderen Ernter sich besorgt, wenn es denn da was Vernünftiges gibt. Ich steige mal aus. Geh mal zu meinem ersten Abfahrer. Mehr als einen brauchen wir hier auch nicht.
So, Feld 1 ist passé, Feld 20, Silo. Kurz beginnen am nächsten passenden Wegpunkt. Oh. Mal gucken, wie das so aussieht, wenn er den abtankt. Ob das was wird oder nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. In diesem Sinne, ciao!